Wie entsteht unser Verhalten und welche Rolle spielen Vorbilder dabei? Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir drehen uns um Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Teamcoaching. Und heute erfährst du, wie unser Verhalten sich auf neurologische Sicht eigentlich entwickelt, wie das entsteht und was für eine immens große Rolle Vorbilder dabei spielen. Grundsätzlich müssen wir da anfangen zu schauen, was ist eigentlich die Grundlage von Verhalten. Und die Grundlage ist das Imitationslernen. Also wir lernen über Imitieren, über Nachmachen. Und da ist vielleicht zum ersten Mal schon die Rückkopplung zu einem Vorbild. In dem Moment, wo ich jemanden als Vorbild empfinde und mir anschaue, wie tut der etwas, wie macht der was, wie agiert der, wie reagiert der in gewissen Situationen, zum Beispiel im Sport, kann ich mir Verhalten quasi abschauen und es zu mir zu eigen machen. Und mache meine ganz eigene Version daraus. Also in dem Moment, wo ich was imitiere und abschaue, nennt man das Imitationslernen. Und das ist die Grundlage, wie Handlungsmuster weitergegeben werden. Das fängt zum Beispiel jetzt bei den Kindern schon an. Kinder imitieren die Bewegungen ihrer Eltern und können so quasi ein Handlungsmuster lernen. Das gilt aber auch für Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster. Alles, was wir wahrnehmen und was wir bewerten, ist auch Grundlage auf diesem Imitationslernen. Das heißt, als Beispiel nehmen wir mal ein sehr kritisches. Ich sehe einen Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Und jetzt ist ganz interessant, weil ich nehme das einfach erstmal nur wahr. Und wie ich es jetzt bewerte, hat was damit zu tun, in welchem Kulturkreis, mit welchen Wertvorstellungen etc. ich groß geworden bin. Ne? Also auch wieder, ich imitiere das, was in meinem Lernfeld an Informationen da war. Imitationslernen, also Handlungsmuster, Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster sind Grundlage des Imitationslernens. So, und jetzt könnte man sagen, okay, soweit so gut. Was hat das jetzt mit dem, wie würde jetzt der Neurologe da drauf schauen? Und der Neurologe macht jetzt noch einen spannenden zweiten Schritt. Der Neurologe sagt, diese Identitätsbildung, wie man das nennt, wenn man sich ein Handlungsmuster aneignet, dafür sind kleine Zellen in unserem Gehirn schuld oder verantwortlich. Und das sind die Spiegelneuronen. Das heißt, dem zugrunde liegen die Spiegelneuronen. Kleine Zelle mit sehr großer Wirkung. Warum? Unser Gehirn kann ja erstmal nicht fühlen. Unser Gehirn braucht eine periphere Messgröße, also das nennt man auch somatischen Marker. Also das braucht etwas, um den körperliche Emotionen wie Wut oder Ärger oder Freude oder Liebe überhaupt spürbar zu machen. Und diese somatischen Marker sind eigentlich evolutionär gesehen so das Rudimentärste, das Erste, was so angelegt ist. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Wenn ich zum Beispiel jetzt einem Vorbild im Sport folge und ich schaue mir den an und ich fieber mit, dann feuert zum Beispiel schon das Spiegelneuron. Oder mein Lieblingssportler, meinetwegen im Biathlon, läuft über die Ziellinie, bricht völlig zusammen vor Erschöpfung, dann sind wir meistens auch irgendwie total ergriffen, die Spiegelneuronen. Wenn jetzt meine Lieblingsmannschaft im Sport verloren hat und ich leide mit, sind die Spiegelneuronen am Werk. Das heißt also, die Emotion der somatischen Marker schickt ein Signal an das Spiegelneuron. Und das Spiegelneuron, haben wir gerade erfahren, ist die Grundlage, um zu lernen, ein neues Handlungsmuster zu lernen oder auch Wahrnehmung bzw. Bewertungsmuster. Und wenn man sich das ist natürlich jetzt sehr rudimentär, runtergebrochen, wenn ihr da jetzt noch ein bisschen mehr drüber wissen wollt. Wir verlinken unten den Blogartikel, könnt ihr gerne mal anschauen. Wir haben uns mal angeguckt, was sagt zum Beispiel Professor Dr. Hüther dazu, was sagt noch ein anderer Professor Dr. Fuchs dazu. Führende Neurologen, die sich es angeschaut haben, wir gehen da ein bisschen mehr in die Tiefe, aber so viel jetzt eigentlich mal nur zu diesem Zusammenhang und dem Kreislauf. Und was wir so spannend daran finden, ist eigentlich Vorbilder. Da hat man so als Jugendlicher oder als Kind einen Zugang dazu. Und je älter wir werden, desto mehr gerät es eventuell in Vergessenheit. Im Moment aber haben wir ja oft Situationen, wo wir was Neues lernen müssen, wo sich was verändert.
wo von außen plötzlich irgendwas passiert, auf was ich keinen Einfluss nehmen kann. Und ich stehe da und denke, wie gehe ich damit jetzt um? Und interessant ist ja, dass ich mir jetzt quasi ein neues Verhalten aneignen möchte oder ich möchte mir vielleicht irgendwie eine andere Bewertung für etwas aneignen. Und das läuft über Imitationslernen und da ist die beste und schnellste Möglichkeit, sich anzugucken, wie kriege ich meine Spiegelneuronen dazu, möglichst viel zu feuern, weil jetzt muss ich auch versuchen, das ein bisschen öfter feuern zu lassen, damit sich das da oben im Gehirn ein neuronales Netzwerk bilden kann. Also damit ich überhaupt, wenn ich das nur einmal tue, wird das Gehirn sofort vergessen, beziehungsweise bildet sich da keine wirkliche Bahn. Wenn ich aber da, das ist wie beim Vokabelnlernen, daher kommt das natürlich auch, wenn ich diese Bahn oft befeuere, also wenn dieses Reaktionsmuster oft abläuft, dann wiederum kann ich mir quasi eine neue Sache über das Imitieren aneignen und dann bleibt es mir auch. Insofern, Vorbilder auch im hohen Alter, wahnsinnig nützlich, unglaublich gut. Und vielleicht fällt dir der ein oder andere Bereich ein, wo du dir immer denkst, so, oh, da weiß ich immer gar nicht, wie ich mich verhalten soll, unangenehm, komisch. Vielleicht versuchst du mal drüber nachzudenken, ob du irgendjemanden kennst, der in der Situation besonders gut agiert. Und dann versuchst du immer mal daran zu denken, wie würde das jetzt eigentlich XY machen? Und dann kommt man mal so in eine neue Haltung und in ein Imitieren und in ein Lernen und dann vielleicht sogar auch in eine ganz spannende neue Welt, was unser Verhalten generell betrifft. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Welt der Neurologen und in die Welt unseres Verhaltens hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da. Noch besser, du abonnierst den Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wir werden hier immer wieder so kleine, interessante Gimmicks für euch bereitstellen. Bis bald auf diesem Kanal. Wir freuen uns. Tschüss.